brauche aber lange für die Herstellung hier von Stoffwitzen. Aber gut, dann ist das halt erstmal so. Oh, die anderen Fackeln sind auch noch fertig. Dann leg ich dir nochmal da, wo ich sie dir eben reingelegt habe, nochmal 20 Stück rein. Und gehe nochmal rüber nach Hause. Und dann gucke ich mal nach dem Schritt und so. Und der braucht ja auch nicht lange, bis er voll ist. Muss ich auch wieder rausholen, damit er weitermacht. Da vorne hat er mich ja beim Fackelsetzen rausgekickt, der Drecksack. Also manchmal ist es seltsam. Heute war ich ja noch nicht mal eine Stunde drin, bin rausgeflogen aus dem Spiel. Gestern war gar nichts. Ne? Doch, gestern sind wir rausgeflogen. Gestern auch? Ein Tag war doch gar nichts bis kurz nach 11 oder so. Ja, Montag hatten wir ja da keine Störung. Aber ich kann dir genau sagen, weil ich habe den Ordner zufällig gerade auf. Und ich wollte gerade sagen, sonst war das praktisch immer, dass wir irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt dann rausgeflogen sind. Warum auch immer. 28. hatten wir durchgängig keine Störung. Am 29. hatten wir Störung. 30. hatten wir eine Störung. 31. Ja gut, das ist ja heute. ja, da hatten wir ja auch eine Unterbrechung nach. Gefühlt, ja. Weiß ich nicht, eine Viertelstunde. Ja. Oh, hey, und wie geht's dir? Fragezeichen, ich weiß nicht, wer das ist. Hey, und wie geht's dir? VL Cubics. Oh! Da ist jemand, der schon lange nicht mehr geschrieben hat. Ja, also mir geht's soweit ganz gut. Hani ist leider gesundheitsbedingt ausgefallen. Ich bin die Vertretung. Hallo, wenn you want to know hier. Grüß dich. Genau, machen wir es heute mal ein bisschen anders. Ja. Na, was heißt heute? Hatten wir ja schon mal, ne? Ja, seit zwei. Ja, deinen Namen kenne ich auch irgendwoher, aber ich konnte den gerade nicht zuordnen. Ich bin schon ca. 2 Monate nicht da gewesen. Ist denn bei dir alles in Ordnung? Weil 2 Monate nicht da gewesen. Ich hoffe, es ist auch bei dir alles okay. Das klingeln bei mir mal gleich alle Alarmglocken, wenn immer so eine Meldung kommt. Moin, alles gut, das ist schön. Ja, mir geht's gut, außer Langeweile, nanu. Was denn, wieso? Langeweile. Richtig, jetzt ist auch mal so Langeweile. 20.000. Beton. Wieso setzt er die Fackel da nicht hin? Jetzt. Da haben wir noch nichts. Da haben wir Beton. Habe nichts. Es hat mit gar keine. Was? Habe nichts. Es hat mit gar keine. Ich kann mit gar keinen zocken. Also Langeweile. Also ohne Punkt, Komma, Strich ist schwierig dann den Inhalt so also ein bisschen. Aber ich kann das schon irgendwo rauslesen. Sorry, ich habe gar keine Freunde, die zocken gerade. Nanu! Was? Sorry, ich habe gar keine Freunde, die zocken gerade. Also er hat gerade keine Freunde, die zocken. So verstehe ich es gerade. Oder lese ich es gerade so ein bisschen raus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ja, vielleicht pennen die schon oder so. Ne? Also. Es ist ja Donnerstag, ne? Manche haben ja auch Arbeit, ne? Und ja, so ist es. Siehst du, habe ich richtig verstanden. Und es gibt ja Leute, also ich sag jetzt mal, Streamer, bei denen ist der Wochentag Shitty Groll. Ich bin noch ein bisschen müde, weil ich schon seit fast 2 Tagen wach bin. Hey, hallo, was denn? Also, das geht aber nicht. Das geht auf die Gesundheit, mein Guter. Jetzt findest du wieder richtig her, ne? Die Bäume sind da. Ja.
Du hast die Jetzt. Orientierungspunkte gesetzt. Genau. Irgendwas höre ich da schon wieder. Irgendwas pfeift ja schon wieder. Ach, da ist er ja. Mein Freund. So. Also mit Schlafproblemen, da kann ich allerdings auch mitreden. Das habe ich letztes Jahr auch gehabt. Huch, das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich bloß Licht haben. Okay. Was Du war bist das in jetzt der hier? Nähe, ne? Soll ich rauskommen, helfen? Nö, alles gut. Oh, man hört seinen Herzschlag, ne? Ja, das gucke ich mir morgen wieder an. Nebenbei. Und wieder blubbert. Was ist denn der andere hier? Da ist er. So. Also du hast Schlafprobleme, richtig? So lese ich es jetzt raus. Das hatte ich letztes Jahr allerdings auch. Frag Schwemmi, der kennt das auch. Okay, ja, Das ist nicht witzig, aber ich glaube, bei euch war das auch so. Man darf auch bei euch gar nicht bezocken. Ich glaube, was so weiß ich es, aber ach, jetzt kommt es wieder. Das heißt, nicht darf nicht mitzocken. Ich glaube, Schwemmi hatte mal gesagt, im Stream ist das ungeeignet. Weißt du, weil wir haben ja hier so feste Module, in denen wir streamen und dann kommen, wenn dann, ich sag jetzt mal, Fremde in Anführungszeichen, dann da mitmachen möchten, ist es einerseits zwar lobenswert und schön, auf der anderen Seite für den Stream aber nicht. Privat ist das eine andere Geschichte. Aber im Stream nicht, weil wir ja quasi so auch angefangen haben. Ich bin quasi ja nur die Vertretung für Hani, ne? Und das ist ja auch nicht dauerhaft. Ich komme hin und wieder mal dazu zum Sortieren, damit die anderen das nicht machen müssen. Aber ansonsten halte ich mich hier eher zurück im Spiel. Das hat nichts mit darf zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass wir unseren Stream-Weg und Plan verfolgen möchten, so wie er auch sein soll. Ne, und das wirst du sicherlich nachvollziehen können. Das ist ja genauso, wenn du den Plan machst für irgendwas. Und dann kommen dritte Fremde dazu. Oh, ich würde gerne mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das dann auch so einfach so machen würdest. Das glaube ich nicht. Ich bin ehrlich, kannst du einfach reden? Ich verstehe kein Hochdeutsch. Rat, ich sehe gerade mehr, du bist eine Lehrerin und irgendwas beibringen will, bin ich ehrlich. Ich bin keine Lehrerin Alles schon gut. mal. Ne? Also das fällt schon mal weg. Und wenn du Hochdeutsch nicht verstehst, also das ist nun mal meine Mundart, Entschuldigung, also wenn du das nicht verstehst, dann musst du mir sagen, was du verstehst. Ich bin Winnie und Winnie steht für Vincent und Vincent ist ein Männervorname, wollte ich nun mal so gesagt haben. Ich wollte ja nur klar machen, worum es hier geht. Dass es nichts Persönliches ist. Das war quasi der O-Ton dazu. Oder So, Schwemmi? jupp, das sehe ich genauso. So, Oh, jetzt kriege ich gucken die wir mal. Fackel da nicht mehr ab. Nur Fackel. Ah, jetzt. Ist ja das eigentlich, aber die Müdigkeit ist das Problem bei mir. Deswegen kann ich auch nicht so gut zuhören. Ja, dann lass dich einfach berieseln, dann lassen wir so tiefgründige Sachen und so Sachen einfach mal weg. Ist ja nicht schlimm. Lass dich berieseln, vielleicht pennst du ja darüber ein bisschen weg. Das ging Ja, mir zumindest immer so. meine Madame Gerade pennt auch Schwemm. weg, wenn ich Ja. quatsche die ganze Zeit, ne? Ja, dann lass dir mal jetzt eine schöne Story einfallen, Schwemmi. Dass unser guter Ubix hier in Schlaf kommt. Mein guter, der hat ja 2 Tage schon fast nicht mehr geschlafen. Das geht ja auch nicht. Nee, das ist auch nicht so gesund, ne? Ja, dann hat man irgendwann, also ich habe das mal gegoogelt letztes Jahr, weil ich ja auch wissen wollte, ja nicht nur ich, Jana ja auch. Oh Mann, hallo, Marcel. Ich heiße Roman übrigens. Ja, grüß dich, Roman. Das ist schön. Danke für den Hinweis.
Wunderbar. Was machen wir denn da? Oh, dann hat Roman ja so vieles noch gar nicht mitgekriegt, ne, was wir hier so gemacht haben. Einmal in France, diese Eventgeschichte. Naja, gibt eine ganz Deswegen. einfache Lösung. Auf YouTube sind die Folgen ja da. Ja, man braucht ja bloß gucken. Genau, finde Deswegen habe ich es ja gemacht für Leute, die eben nicht dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer. Es kommt gerade so rüber, komisch rüber, weil wenn zwei Leute ganze Zeit antworten, da denke ich immer, ich bin berühmt. Na, du bist berühmt, Roman, gerade. Ich verstehe die Frage gerade nicht. Die schlaflosen Dudes, die, also wir können das schon gut nachvollziehen. Nee, ist wirklich so. ja, es gibt tatsächlich einige, diese Probleme haben mit dem Schlafen. Das Schlafen an sich ist ja meist gar nicht das Problem, sondern in Schlaf zu kommen. Weißt du, einzuschlafen. Also ich habe dir das ja letztes Jahr erzählt, das war bei mir immer Kopfkino, weil du immer ständig irgendwelche Sachen im Kopf hattest. Die Gründe weißt du ja hoffentlich noch, die muss ich jetzt hier glaube ich nicht nochmal erklären. Aber das sind immer die Dinge, die dem Kopf rumschwirren. Was hätte, werde, dürfte, könnte und so weiter. Und das hält dich einfach vom Schlafen ab. Und ich habe mir dann immer irgendwelche Hörspiele angemacht oder irgendwas. Hat nicht immer geholfen. Aber es war auch so, ich hatte einfach zu viel Energie. Ich war einfach nicht müde genug zum Schlafen. Schlussendlich. Jetzt ist es anders. Na, dann gehen wir raus in den Wald oder Joggen, Ah, das ist Sport, soll alles helfen. wenigstens mit so einer Party ein bisschen zum Reden aus Langeweile wegen, ich habe auch nicht ganze Zeit Lust schreiben, wegen irgendwann kriege ich auch davon einen Kopfschmerz und ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also übersetzt, er wird gerne in die Party kommen, weil er nicht die ganze Zeit schreiben will. Nee. Bei aller Liebe lass ich einfach berieseln, Roman. Ganz ehrlich, lass dich einfach berieseln und komm erstmal zur Ruhe. Das bringt jetzt nichts. Und auch hier gelten dieselben Regularien oder Regeln bezüglich hier in die Party kommen, wie auch bei dem Spiel. Das wird aufgenommen. Wird hochgeladen und ich denke mal, das gehört dann da einfach nicht rein. Das ist mal in einem privateren Rahmen Thema, aber so, ich sag jetzt mal, das muss man sich ja bewusst sein. Das wird aufgenommen, hochgeladen, irgendwann auf YouTube wird das dann Anfang nächsten Jahres mit erscheinen. Sind ja schon, oder wir dürften schon im neuen Jahr sein, wenn die Folgen fertig sind. Du solltest wirklich schlafen, mein Guter. Man kann manche Sätze von dir, die du da schreibst, ohne Punkt und Komma einfach nicht verstehen, ganz ehrlich. Denn hier mit der So, Helligkeit wohin schon wollte wieder? ich? Irgendwas, irgendwas. Wieso? Was ist mit deiner Helligkeit? Und Hey, es jetzt ist klappt schon nie. wieder so regnerisch. Hier ist gut. Irgendwas ist. Ich verstehe es nicht. Gehe auf die Treppe, da sieht das Wetter so ziemlich gut aus. Hier unten gerade wieder nicht. Also Wetterwechsel geht hier doch relativ schnell, du. Und mit der Beleuchtung hell und dunkel. Naja. Könnte auch besser sein. Ich habe vergessen, dass bei diesen ollen Blechplatten ja nur eh, schreibt doch nächstens nach. Mach Google Übersetzer für mich, weißt du, faul bist. Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich schreibe sehr gerne. Jetzt gerade aktuell geht es nicht natürlich, aber alle, die mich sehr gut kennen, wissen, dass ich sehr gerne schreibe.
Warum Google, Übersetzer? Verstehst du mich nicht oder verstehen wir dich nicht? Oder ja gut, ich habe schon verstanden, was du jetzt meinst. Aber ich glaube, da hätte auch der Google-Übersetzer seine Herausforderung mit. Der Google-Übersetzer ist ganz klar nicht immer die richtige, weil es gibt von jeder Sprache auch Dialekte. Ne? Umgangssprache, das kriegt er nicht auf die Reihe. Da habe ich schon bei Amazon gemerkt, wenn ich da was bestellt habe, irgendwo aus Guangdong oder so, und da war irgendwas nicht in Ordnung. Die schreiben mir, die haben das wahrscheinlich auch durch den Google-Übersetzer gejagt. Das las ich für mich las ich das komisch. Aber wenn das für mich schon komisch war, war das für den Verkäufer dann mit Sicherheit auch. Ne? Ja, ich bin dabei. Ich habe zwei Bücher gerade in Arbeit tatsächlich. Also, ich schreibe tatsächlich Bücher gerade, zwei Stück parallel. Aber die Hintergrundstory zu den Büchern bringt mich oftmals zu Pausen dazu, weil mich das emotional ein wenig zu sehr in die Zeit zurückschmeißt und deswegen muss ich immer so ein bisschen Pause machen. Aber ja, mache ich. Ne, eigentlich drei, wenn man so will. Das eine ist eine Zitatensammlung, das zähle ich jetzt quasi nicht als Buch. Aber die anderen Sachen sind tatsächlich in Arbeit, zwei Stück. Also frag mich jetzt bloß nicht, wann die rauskommen. Das kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen, aber ich werde das dann bei Zeit und Kuchen tun. Dann schreib doch auch die Bibel. Nee, was soll ich denn mit der Bibel? Warum soll ich die Bibel schreiben? Ich schreibe keine Bibel. Das haben schon andere erledigt. Ich bringe eine eigene Bibel raus, ja. Wenn du das meinst. Oh Gott, nee, das geht jetzt zu weit, glaube ich. Die schwebende Müllbeutel. Wo sind schwebende Müllbeutel? Draußen auf der Straße, ich habe was abgeworfen. Und die schweben hier. Okay. Nee, das ist zu dick. So dick werden die Seiten hoffentlich. Also so viele Seiten werden es hoffentlich nicht. Du sag mal, Schwemmi, hast du den Mod-Chat auf oder den normalen Stream auf? Ich habe den normalen Chat auf. Okay, Also mit. ich würde jetzt mal ein Bild machen und dir das mal schicken Okay. per WhatsApp und du guckst mal, ob du damit was anfangen kannst. Das taucht nämlich bei mir hier auf. Und ich weiß, also der ist mir jetzt gerade nicht bekannt irgendwie. Also das, wenn ich darauf gehe, passiert da auch nichts. Warte mal, muss ich eben mal suchen. Tunnel. Vielleicht, wenn du den Mod-Chat aufmachst, vielleicht siehst du das ja auch. Kann ich so aber nicht. Nee, da bräuchte ich ein anderes Gerät. Ach so. Weil es scheint mir so, als wenn man über ein Gerät nur Ach ein so, ja, Account aufmachen verstehe. kann, weißt du, also dass das Verstehe. System registriert über IP-Adresse oder irgendwas. Nicht mehr lange, Roman. Nicht mehr lange. Ich muss morgen wieder früh, ich habe Frühschicht. Nicht mehr lange. Ja, ich Wenn ich muss. mein Getränk hier geleert habe, dann ist für mich Feierabend. Ich muss auch bald. Aber wir können ja ein paar schöne Sachen noch zeigen, was wir hier so gemacht haben, habe ich gedacht. Nochmal, haben wir ja für Arian auch gemacht. Das hier so unsere Blutmondbasis. Da haben wir schon schön was ausgebaut, aufgewertet. Wir haben sogar ein paar Sehenswürdigkeiten aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob du da mit bei warst. Ich glaube nicht. Da waren wir noch nicht so weit.
Guck mal hier. Mein Ufo. Ich komm mal hin. Ich will ja auch noch mal. Ich habe das mir von nahe noch gar nicht so angeguckt. Ich finde das voll cool. Sieht Sieht gut aber aus. gut aus, schreibt er. Genau, finde ich auch. Also ich habe ja mit Hani im Kreativmodus so eine Art Teststrecke. Da bauen wir auch noch was auf, sage ich jetzt mal so die letzte Folge. Ne, das wird so eine Special-Folge, wo wir dann noch mal ein paar Kurzstücke zeigen, die wir aufgestellt haben. Ich wusste doch, hier ist irgendwas, ne? So, die schläft schon wieder. Hast du schon wieder Spaß? Ich glaube, die haben hier schon wieder Wandertag oder so. Nö, diesmal nicht so viele. Letztes Mal waren irgendwie 12 oder so. Sind ja hier irgendwo durchgewandert. Hallo. Da krabbelt einer unter deinem Da UFO lang. hat jemand. Okay. Das ist das Gefängnis von The Walking Dead nachgebaut. Der Ist eine krabbelt coole. dein UFO hoch, komm mal her. Ist eine coole Sache. Was? Hier, guck an der Seite. Was war das jetzt für einer? Das war ein Spaßvogel, hä? Vogel, die Betonung liegt auf Vogel. Aber das Gefängnis von The Walking Dead nachbauen, ja, konnte ich mir schon vorstellen. Also, wir haben ja das Gefängnis hier auch gefunden. Schon ein paar Mal gesehen. Kommt dem ja schon relativ nahe. Ne? Also, Ja, das doch, erinnerte ja. mich auf jeden Fall dran. Ja, mich Ne? auch. Mit diesem Turm, mit diesem Doppelzaun. Ein Gebäude, klar, hat man es hier ein bisschen kleiner gehalten und zu sehr durften sie ja gar nicht. Ne? Lizenzgereihte halt. Aber im Kreativ kann man sowas ruhig mal ausprobieren. Was wolltest du mir jetzt noch zeigen? Jetzt hast du ja dein Monument gezeigt. Die Genau. einmal in Friends Base. Genau, einmal in Wo ist sie? Friends, ja, die ist letztes Mal eingestürzt. Ich habe zum Überleben gemacht. Okay. Ja, ist doch in Ordnung. Hauptsache es funktioniert. Bei uns ist das so, wir haben gemerkt, wenn wir Feuerstellen mehrere anhaben, ne, also Feuer ist ja so eine geile Sache hier im Spiel. Also ich mag das immer total, ne, das Feuer. Und ich habe mit Keule Gegner zum Brennen gebracht und habe gedacht, vielleicht kann man das so machen, zum Blutmond ringsrum Feuer aufstellen und dann lass die brennen, sieht bestimmt geil aus. Und dann habe ich das mit Hani ausprobieren wollen. Und Hani geht so rum, Stück für Stück, mal Feuer an, Feuer an, Feuer an, und mit Mark am Eimer. Und hat die ganzen anderen gerufen. Denke Und mir, das hab wurde ich immer nur mehr, das ist gesagt. also so über Kopf gewachsen. Und ich hatte überall 6000er Stacks reingeschmissen, das wir nachher ausmachen mussten. Und haben gesagt: Oh Mann, das ist ja Hammer. Wir haben uns da herzhaft drüber amüsiert und haben gesagt: Wir machen das im Stream und das machen wir jetzt schon. Diese Woche war, glaube ich, das zweite oder dritte Mal. Könnte ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Also wenigstens das zweite Mal war es schon. Nee, doch, das erste Mal bin ich gestorben, das zweite Mal ist es nicht gestorben, es war jetzt das dritte Mal. Ist total cool, wenn einmal kommt, ihre Freunde ruft, ist vielleicht auch eine Geschichte, die man richtig gut ausbauen kann, um ein Level-Maximum auf schnell auszureizen, ne? Einfach mal so. Und wir haben das sogar so gemacht, hier ist extra eine Lücke, wir können das Feuer von hier anmachen. Von drinnen, ja, dann sind wir da safe. Vorher war es so, wir hatten das komplett frei. Da haben Hani und ich gedacht, machen wir bloß auf halber Höhe, Feuer ringsrum. Feuer frei, weißt du, so ein bisschen Druck, dass dann wirklich das Survival-Feeling auch wieder kommt. Und hier haben sie im halben bisschen was kaputt gemacht, ist runtergebröckelt, einfach so. Ja, Ne? sogar die Bären kamen und die Hunde und alles, also alles kam. Da kommt komplett alles. Ja, wir Und sind da auch schon drüben ist, und da drüben ist. länger im Spiel. Ne? Am Anfang, wo ich das mit Hani getestet habe, da kam kein Bär, kein Polizist oder so, weil das war, was weiß ich, zweiter Blutmond oder so. Da kam noch nicht diese fiesen Sachen, ne? Da kam noch nicht diese Trockenpflaume, Soll dieser. ich zumachen, die Klappe, oder nicht? Kann es auflassen eigentlich. Ne? Okay.
So, und dann haben wir ja da hinten noch die Battlebase. Ich weiß ja nicht, in welchem Update Roman ist, aber da hinten ist die Battlebase. Genau, Battlebase haben wir auch noch ein bisschen was gebaut. Ich finde es immer gut, wenn man von oben runter schießen kann und die hier schon ein bisschen angeknackst Oh, werden. Creature kommt. So, und die Zugbrücke glitscht auch gerne mal durch Sachen durch, wie man gerade sieht, ne? Ich habe sogar was Unterirdisches gebaut im Kreativmodus. Auch ein bisschen größer, da kann man mit dem Moped reinfahren. Jetzt verreckt doch endlich, wollte ich gerade sagen. Meine Güte. Schön noch mehr. Ich auch. Da kommt der nächste. Na. Okay. Ja, dann sage ich mal viel Spaß mit dem nächsten. Ist doch gut. Genau, ich denke auch. Na, also wir sind hier recht sicher drinne. Und Hani hat sich noch was einfallen lassen hier. Da hat sie die Duschglasblöcke genommen, da unten Feuer und da reingucken. Ist auch so ein schöner Aspekt hier. Ne? Und auch ein bisschen Flair hier, ne? So dieses Dunkle und dann mit dem klaren Feuer da. Finde ich auch cool. Also wir haben hier wieder Überlebensreste. Kannst Überlebensreste. Ja, kann also ich. hier so, ne? Schnitzelfleisch, geschnetzeltes. Ach ja, muss ich ja wieder sauber machen, sonst können wir wieder nicht latschen hier, ne? Kleben wir fest. Hier drüben ist auch noch einer. Das sind die Klimakleber. Entschuldigung. Ach, du Nee, großer Gott. die konnten nicht. Das sind die Eltern. Du weißt ja, wenn die Klimakleber nicht können, dann sind es die Eltern. Weil die Eltern haften für ihre Kinder. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was wir jetzt noch zeigen könnten, was er jetzt verpasst hat. Der Aber Friedhof zum Beispiel, naja, ein bisschen was haben wir gemacht, ist jetzt noch nicht so schick. wie gesagt, er kann sich ja auch bei SHG. Gelegenheit. Oh, mein Hunger, ich muss noch mal zurück, ich muss noch was essen. Ja, werden wir auch machen. Warm ist im Ohr, Alter. Ach, Jesus. Ich hab gedacht, du willst nach Hause gehen. Okay. Nein, wir haben doch hier auch Vorrat. Sollen wir nach Hause? Den langen Weg. So, trinken. Schön Tee, so ein bisschen was Gutes, was Gesundes. Genau, hilft auch gegen Durchfall. Ja, Hauptsache der Dude weiß halt auch, dass das da auch gegen hilft. So, vielleicht müssen wir was essen Ja, noch. das weiß er auch. Wo war ich? Ziemlich weit runter schon, das habe ich gar nicht so gemerkt. Ja, gut. Das sieht so grün aus. So. Mache ich hier Das ist wieder ja. zu. Jetzt ist da die Frage eigentlich. Kann man Lehmboden selbst herstellen? Wäre ja eigentlich cool. Weil dann Wo bist du könnte in der man. Bar oder wo? Ich bin schon kurz vor zu Hause. Sage mal. Waldboden, verbrannter Waldboden, Grasboden, ebenen Boden. Ja, schade, kein Lehmboden. Ich guck mal eben. Es wäre ja schön, wenn man das selber machen könnte. Ne, kann man wahrscheinlich nur im Kreativ dann, ne? Den Boden nehmen und auf den Boden machen. Also im Kreativ könnte man das ja machen. Neben Boden rein und dann da drauf pflanzen. Dann bleiben die so grün. Die wachsen ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Die hier sind ja auch schon eine ganze Weile da und die wollen einfach nicht. Und das mit den Grünen finde ich ganz ehrlich ein bisschen hübscher als mit dem Braun da. Auch wenn es weniger Ressourcen sind, aber. Dann lass doch stehen, das sieht doch hübsch aus. Ja. Oh, ich muss mich schon wieder ausziehen, der ist schon der. Ich hab doch schon so viel ausgezogen. Ah. Ach so, einen kleinen Teich habe ich angelegt hier.
Ich glaube, Überlebensmodus ich natürlich ein versuche bisschen jetzt mal zu schwieriger. schlafen. Wünsche euch noch eine gute Nacht. Ja, wünschen wir Ja, dir auch und wünschen wir dir auch. hoffentlich ein bisschen, bisschen Schlaf auch, ne? Genau. Bis demnächst dann. So, ich habe schon mal aufgemacht, Benni. Ja, abgesehen. Nicht, dass du nochmal drückst und dann lieg ich mit unter drinne oder so. Nee, nee, ich habe aufgepasst eben. Ja. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für heute ist es auch für mich zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wenn ihr Lust habt, seid einfach morgen wieder mit dabei ab 20:15 Uhr. In etwa, genau. Ich sage auch gute Nacht. Schlaft schön, kommt gut in die Laken, träumt was Schönes und bis morgen. Und für heute verabschiede ich mich natürlich auch. Dann gute Nacht und hoffentlich bis morgen. Tüdelü. Horido!